Nach Lissabon ist Porto die zweitgrößte Stadt Portugals. Porto liegt etwa 270 Kilometer nördlich der Hauptstadt an der Mündung des Douro in den Atlantik. Porto gab dem Land Portugal und dem weltbekannten Portwein seinen Namen. Doch später dazu mehr. Den besten Blick auf Porto und seine Altstadt hat man vom gegenüberliegenden Ufer des Douro von Vila Nova de Gaia aus. Der Weg über den Douro führt über eines der bekanntesten Wahrzeichen Portos, die Ponte Dom Luís Primeiro. Diese beeindruckende Stahlkonstruktion ist Verkehrsweg und Sehenswürdigkeit zugleich. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, dies ist kein Museum, sondern Portos Altstadtbahnhof São Bento. Statt Fahrscheinen zücken hier die meisten Besucher lieber ihre Kameras oder staunen einfach nur. Die Vorhalle wurde 1930 mit außergewöhnlichen handgemalten Fliesenbildern, den sogenannten Azulejos, gestaltet. Auf diesen sind historische Szenen, aber auch das Alltagsleben auf dem Lande oder die Geschichte des Transportwesens dargestellt. Die Igreja do Carmo gehört zu den vielen Kirchen in der Altstadt. An ihrer Fassade handgemalte Fliesen. Solche Fliesen findet man in Porto darüber hinaus, besonders an Hauswänden. Diese reizenden Straßenbahnen stammen noch aus einer Ära, in der Fahrzeuge mit Charakter gebaut wurden. In vielen anderen Städten würden sich diese nur noch im Museum finden. In Porto rattern und quietschen sie munter durch die Stadt. Dieser Andrang vor einem der berühmtesten und ältesten Geschäfte Portos ist völlig normal. Hier zahlen die Kunden sogar Geld, um reingelassen zu werden. Es ist die Livraria Lello, eine der schönsten Buchhandlungen der Welt. Die Bücher in den Regalen sind fast Nebensache. Kauft man jedoch ein Buch, wird das Eintrittsgeld von 5 Euro verrechnet.
Sie ist Pilgerstätte für Buchfreunde aus aller Welt und zieht täglich tausende Besucher an. An einem anderen Bauwerk, dem Torje Doši Gliregoši, führt in Porto kein Weg oder zumindest kein Blick vorbei. Auch wenn der barocke Glockenturm von unten gar nicht so hoch aussieht, ist er mit 75 Metern der höchste Portugals. Zwar wurde Porto schon 2001 zu Europas Kulturhauptstadt gekürt. Trotzdem galt die Stadt auch danach noch lange Zeit als kleine und eher unansehnliche Schwester Lissabons. Das hat sich inzwischen gründlich geändert. Jedes Jahr zieht die Stadt mehr und mehr Besucher an. Doch der Tourismus ist Fluch und Segen zugleich. Viele Häuser werden saniert. Dadurch steigen die Mieten und viele Alteingesessene können es sich kaum noch leisten, hier zu wohnen. Und dabei ist es aber vielfach eher Portos maroder Charme, der die Besucher anzieht. Heinrich der Seefahrer sieht den zeitweisen Rummel zu seinen Füßen sehr gelassen. Der große Fischmarkt Portos befindet sich in der Hafenvorstadt Matosinhos. Hier in Matosinhos, das behaupten zumindest die Einheimischen, gibt es den frischesten und besten Fisch der Welt. Viele denken, Portwein wird in Porto gemacht, aber das stimmt nicht. Die Weingüter liegen flussaufwärts im Tal des Douro, etwa 70 Kilometer östlich von Porto. Dort im Weinanbaugebiet Alto Douro, das sich etwa 100 Kilometer entlang des Flusses erstreckt, werden die Trauben für alle Portweine angebaut. Die Grenzen des Anbaugebiets wurden bereits 1756 gesetzlich festgelegt. Das war weltweit erstmalig. Der Boden im Douro-Tal besteht hauptsächlich aus Schiefer. Das ist ein wichtiger Faktor. Die Wurzeln der Reben reichen bis zu 40 Meter in das Schiefergestein. So bekommen sie auch in trockenen Jahren genügend Wasser aus dem Untergrund. Der Schiefer speichert außerdem am Tage die Sonnenwärme und gibt sie nachts wieder ab. Was den Portwein so besonders macht? Portwein ist süßer als alle anderen Weine und hat einen höheren Alkoholgehalt. Wie wird das erreicht?
An einem bestimmten Punkt wird die Gärung durch die Hinzugabe von etwa 77%igem Alkohol gestoppt, um den Zucker im Wein zu behalten. Der Wein enthält dadurch neben dem Zucker auch zwischen 19 und 22% Alkohol. Zuerst wird der junge Portwein in großen Behältern in den Weingütern gelagert. Der Transport erfolgt heute per Tankwagen. Früher wurde der Wein mit speziellen Schiffen nach Porto transportiert, dort zur Reife eingelagert und in alle Welt verschifft. Daher sein Name. Die weltbekannten Portweinfirmen mit ihren Lagerhäusern befinden sich heute jedoch gar nicht in Porto, sondern in Via Nova Gigaia, am anderen Ufer des Douro. Hier lagert jeder Portwein dann für mindestens 2 Jahre im Fass, indem er atmet und langsam reift. Erst danach entscheidet seine Qualität über den weiteren Ausbau, der für Spitzenweine bis zu 50 Jahre betragen kann. Er ist als portugiesische Spezialität bekannt und berühmt und wird meist als Aperitif serviert. Sehr zum Wohle. Alte Trambahnen, spektakuläre Aussichten, morbider Charme und fröhliche Menschen. Das ist Porto.